Ja, Hermann Zapf dürfte wahrscheinlich den meisten der hier Anwesenden als prägender Schriftgestalter, strenger Typograf und sicherlich eine kreative Größe des 20. Jahrhunderts ein Begriff sein. Der Germanist und Buchwissenschaftler Dr. Nikolaus Weichselbaumer wird unser Bild des historischen Hermann Zapf um eine weitere Dimension vervollständigen oder erweitern, und er wird Hermann Zapf als Innovator und Technologietreiber im Bereich des Typesettings und des Desktop-Publishings beleuchten. Bitte schön. Vielen Dank. Ja, bevor ich anfange, kann ich zu der Frage, ob man zu der Frage, dass die Anpreisungstexte von Schriften nicht unbedingt immer mit den Schriften viel zu tun haben müssen, noch eines vorwegschicken: die ja wahrscheinlich allgemein bekannte Optima von Hermann Zapf wurde vertrieben mit dem Hinweis, dass sie die ideale Schrift für wissenschaftlichen Satz sei. Ich habe in meinem Leben noch keinen wissenschaftlichen Aufsatz in Optima gesehen. Vielleicht sollte man es nachholen, aber gut, das kurz vorweg. Herzlichen Dank für die freundliche Vorstellung. Ich werde meinen Vortrag relativ stark inhaltlich fokussieren. Das ist keine allgemeine Vorstellung von Hermann Zapf. Das wäre ähnlich wie die Schilderung der Leipziger Schriftgießerei in einem Thema, mit dem ich unproblematisch den Tag füllen könnte. Da würde aber Ihre Aufmerksamkeit und meine Stimme relativ schnell aufgeben. Deshalb werde ich mich hauptsächlich darauf konzentrieren, wie Zapf mit dem ja beinahe vollständigen Wechsel aller Satztechnologien während seiner Karriere umgegangen ist. Zapf hat seine ersten Schriften für Handbleisatz entworfen und seine letzten Schriften sind heute noch nicht veraltet, technologisch gesehen. Sonst auch nicht, aber das wäre nicht bemerkenswert. Als Apple 1984 den Macintosh einführte, wurden 20 Geräte an wichtige Künstler und Gestalter verschenkt. Die Liste reicht von A wie Woody Allen bis Z wie Hermann Zapf. Das mag auch viel mit der Tatsache zu tun haben, dass Steve Jobs ein Fan von Zapf war und dass sein Name mit Z beginnt, aber es hat auch viel damit zu tun, dass Zapf sicher einer der produktivsten und erfolgreichsten Typografen, Buchgestalter und Kalligraphen des 20. Jahrhunderts war. Besagter Apple Macintosh steht übrigens meines Wissens immer noch in der Seitersstraße in Darmstadt und wurde, glaube ich, dreimal angeschaltet. Hermann Zapf wurde am 8. November 1918, dem letzten Tag des Deutschen Kaiserreichs, in Nürnberg geboren. Nach Abschluss der Schulausbildung konnte er nicht Elektrotechnik studieren, wie er eigentlich vorhatte. Als Sohn eines aktiven Gewerkschaftsmitglieds bekam er keinen Studienplatz. Zapf Senior war sogar 1933 für eine Woche in Dachau interniert, weil man fälschlich vermutete, bei ihm gäbe es ein Waffenlager des Widerstands. Diese Ungerechtigkeit erwies sich jedoch im Nachhinein gesehen als Glück für die Typografie. Aus Mangel an Alternativen und ohne genau zu wissen, was der Beruf denn eigentlich sei, begann Zapf stattdessen eine Ausbildung zum Fotoretuscheur und eignete sich parallel autodidaktisch kalligraphische Kenntnisse an. 1938 zog er seine Ausbildung im Streit mit dem Lehrbetrieb abgebrochen nach Frankfurt und begann als Kalligraf in der Werkstatt von Rudolf Kochs Sohn Paul im Haus zum Fürsteneck zu arbeiten. Mit Notenhandschriften legte hier erste Beweise seines Talents vor und knüpfte wichtige Kontakte in der Buchstadt Frankfurt. Hat dabei hauptsächlich für den Verlag Foggenreiter gearbeitet, die schwerpunktmäßig Liederbücher herausgegeben haben. Sie sehen der Doppelseite aus einem Hans-Baumann-Liederbuch an, das, obwohl Zapf gesichert nicht als Nazi gelten kann, auch an seinen Gestaltungen die Zeit kaum vorbeigeht. Gleichzeitig entwirft er seine allererste Satzschrift, die Gildengard, die als Fraktur genau zu dem Zeitpunkt fertig wird, zu dem die Fraktur marktmäßig nicht mehr von Bedeutung ist. Die zwei Alphabete, die Sie ja übereinander sehen, zeigen den Versuchsschnitt, der noch viel zu detailreich und der Handschrift nahe war und die ganze Zeit kaputt gegangen ist. Und dann die Version, die man in den 50er Jahren tatsächlich auf den Markt gebracht hat. Auch wenn sie, glaube ich, nie ein großer Verkaufserfolg war. Den Zweiten Weltkrieg verbrachte Zapf vorübergehend wegen seines, Zitat, allzu ungeschickten Umgangs mit Kanonen, Zitat Ende, ausgemustert als Kartenzeichner in Frankreich.
Papier und Feder lagen Zapf wesentlich mehr. Seine Station war Bordeaux, wo er in einem Gebäude stationiert war, das heute die Maison du Vin in Bordeaux ist. Sie können sich vorstellen, das ist ein schrecklicher Ort. In seiner freien Zeit füllte er herausragende Skizzenbücher, die vor einiger Zeit auch durch seinen New Yorker Schüler Jerry Kelly faksimiliert wurden und die vor allen Dingen auch eine extreme Präzision zeigen, die den Schriftgestalter Zapf genauso auszeichnet wie den Zeichner. Nach kurzer Kriegsgefangenschaft arbeitete Zapf ab 1945 als Lehrer für Schrift und als freier Grafiker. 1947 übernahm er, noch nicht ganz 30, als künstlerischer Leiter die Schriftgießerei D. Stempel. Eine herausragende Stellung auf dem Feld der internationalen Schriftgestaltung, die so und in diesem Alter wohl auch wirklich nur unter den besonderen Voraussetzungen der direkten Nachkriegszeit vorstellbar war, wenn man sich die Größen der deutschen Schriftgestaltung vor dem Zweiten Weltkrieg und vor, vor allen Dingen vor der Machtergreifung anguckt, ist es eine erstaunliche Dichte an Akteuren, die wahlweise politisch links oder Juden oder beides waren, was dazu geführt hat, dass sich die überlebende Crème de la Crème der deutschen Schriftgestaltung im Exil befand und in den späten 40er Jahren sicherlich nicht für eine Stellung in Frankfurt zur Verfügung stand. In den 50er Jahren erlebt De Stempel einen rasanten Aufschwung, der viele Gründe hatte, nicht zuletzt den Nachholbedarf, den die Kriegswirtschaft in ganz Europa den Zerzauereien verursachte. Zapf hatte daran aber mit Palatino, Melior und Optima, die allesamt zu modernen Klassikern avancierten, ganz erheblich einen Anteil. Anknüpfend an die Vorkriegstraditionen der bibliophilen Privatpressen legte er mit Feder und Stichel und dem doch recht selbstbewusst an Bodoni angelegten Manuale Typographicum, zu dem Zeitpunkt ist man Anfang 30, man vergleicht sich mal mit Bodoni, prestigeträchtige Drucke vor, die auch in Fachkreisen weithin Anerkennung fanden. Es gibt tatsächlich Radiorezensionen zum Manuale Typographicum. An dieser Stelle würde ich gerne auf einen Aspekt anfangen einzugehen, nämlich dass Zapf zeitlebens, wenn er mit auf Technologien gestoßen ist, ausprobiert hat, wie weit er damit gehen kann. Und diese... Und dieses Blatt ist vielleicht ein gutes Beispiel dafür, weil derartige Überlagerungen eigentlich im Gleisatz nicht gehen. Eigentlich. Man kann natürlich mehrere Druckvorgänge machen. Wenn man dabei, ohne dass man auch mit der Lupe erkennen kann, wo eine Serife ein Stückchen weiter oben oder weiter unten anzusetzen wäre, diese Präzision erreichen will, macht man seine Hausdruckerei nicht unbedingt glücklich. Vor allen Dingen, wenn man als zusätzlichen Druckvorgang noch alle Seitenzahlen blind prägt. Also es gibt tatsächlich Seiten im Manuale Typographicum, die haben 6 Druckvorgänge hinter sich, ohne dass man mehr als 2 Farben sieht. Das muss man vor dem Hintergrund sehen, dass Zapf auch den Bleisatz im Grunde als eine im Vergleich zur Feder, seinem als grundständigen Kalligraph ursprünglichen Werkzeug, irgendwie eingeschränkte Technologie ansieht. Eine ähnliche Begeisterung für Technologie und das bis zu einem gewissen Grad Spiel damit zeigte er auch bei der Überarbeitung der Jansson-Artikel von Miklos Kiss für die Linotype, bei der er in den Produktionsprozess der Schrift eingriff. Die Linotype Jansson war zunächst nur als Maschinenschrift vorgesehen und sollte dann relativ spät im Produktionsvorgang auch für den Handsatz angeboten werden. Der bei D. Stempel bis dahin übliche Weg wäre gewesen, von der Entwurfszeichnung jetzt in den Handstempelschnitt zu gehen und eine Parallel-Handsatzschrift zu produzieren. Das erschien Zapf ineffizient und außerdem langweilig. Weshalb er vorgeschlagen und mit Hilfe der ihm zu dieser Zeit auch unterstellten Hausdruckerei auch umgesetzt hat, dass man die Pantographenschablonen für die Produktion der Linotype-Matrizen umgedruckt hat und auf dieser Vorlage dann Schablonen von positiv zu negativ oder negativ zu positiv, ich bringe es jedes Mal durcheinander, das bringe ich nachher in Ruhe mal richtig rum hin, das ist am Grunde aber auch egal, von den Schablonen, die man für das Fräsen der Stempel für die Produktion der Linotype-Matrizen verwendet hat, auf die Schablonen umdrucken konnte, die man für die Produktion von Matrizen verwendet hat. Seine einzigen Korrekturen hat er direkt auf den Kupferschablonen angefertigt. Die sind auch
also eine ist in Wolfenbüttel im Archiv, die sind immer noch drauf. Da hat man dann halt die Spur an dieser Stelle nachgezogen. 1957 schied Zapf bei die Stempel aus, um sich auf seine Tätigkeiten als Kalligraph, Buchgestalter und Berater konzentrieren zu können. Im Kontext des aufkommenden Fotosatzes arbeitete er zunächst nicht mehr als Schriftgestalter, was ein bisschen ironisch ist, wenn man sich überlegt, dass Zapf durchaus einer der dominierenden Gestalter für die Einführung des Fotosatzes in Deutschland war, aber erst ein Stückchen später zunächst sah einfach die Einkommenssituation nicht für befriedigend an. Wenn man nicht mehr für nachgekaufte Schriften weiterhin Prozente bekommt, ist das ein gewisser Einschnitt und das sah er nicht ein. Das ist hier nicht Gegenstand des Vortrags, aber ein teilweise auch durchaus sehr offensiv geführter Kampf für die Einkommenssituation von Schriftgestaltern ist ein weiterer durchgehender Zug in dieser Biografie. Stattdessen gestaltete Zapf viele hundert Bücher für Verlage wie Suhrkamp, S. Fischer, Hanser, aber auch für Bibliotheken, viele Kleinverleger wie den Amorbacher Hermann Emig. An dieser Stelle würde ich für die anwesenden Gestalter vielleicht eine kurze Anekdote, um ihren Neid zu erregen, bringen. Der Artemis Verlag hat Hermann Zapf regelmäßig Blankoschecks zur Begleichung des Honorars geschickt. Er möge doch einfach den passenden Betrag einführen. Das ist ja heute noch so. Trinkgeld wäre ja auch schon was schön. Die auch verbacken. Im Wettbewerb der schönsten Bücher wurde Zapf insgesamt über 50 Mal ausgezeichnet und gehört damit zu den meistprämierten Gestaltern seiner Zeit. Auch wenn ich mich hier wegen des Fokuses auf Zapfs Umgang mit neuen Technologien damit nicht weiter befassen werde, denn in seinen Buchgestaltungen ist er relativ konservativ, was die eingesetzte Technologie angeht. Zapf liefert eine Reinzeichnung und stellt eine Rechnung oder füllt den Blankoscheck aus. Aber das passt dann auch. Neben dieser Arbeit meldete sich Zapf auch regelmäßig publizistisch zu Wort. Dem historischen Studien, unter anderem zu William Morris und der Geschichte der Renaissance-Antike, war eher in den frühen 50er Jahren, beschäftigte sich Zapf vor allen Dingen mit zwei Themen, der rechtlichen und finanziellen Situation von Schriftgestaltern und dem Umgang mit neuen Satztechnologien. Während viele seiner Zeitgenossen, Dan hat es gerade schon erwähnt, den aufkommenden Fotosatz noch als minderwertige Alternative zum Bleisatz ablehnten, dachte Zapf bereits Anfang der 60er Jahre, als Computer noch sehr in den Kinderschuhen steckten, darüber nach, wie man sie für typografische Aufgaben verwenden könnte. Und 1971 veröffentlichte er gar ein visionäres Plädoyer für die Auseinandersetzung mit Bildschirmtypografie. 1971. Das ist ein Bildschirm, der 1971 auf den Markt gekommen ist. Ich will nicht bestreiten, dass man an dieser Stelle typografisch einiges vor sich hat, aber es erfordert doch gewisse Weitsicht zu erkennen, dass das eine Zukunft haben könnte. In Deutschland wurde Zapf für diese Ansätze im besten Falle belächelt. Ein verbürgtes Zitat aus der Geschäftsführung von D. Stempel ist, Zitat, der Zapf spinnt, Zitat Ende. Er hatte ihnen zuvor vorgeschlagen, dass man doch in dieser Richtung mal anfangen sollte zu entwickeln. In den USA hingegen wurde von namhaften Firmen wie dem Grußkartenhersteller Hallmark, vor Raymond Lowy und ähnliche, Walt Disney als Berater engagiert. Zapf schulte bei Hallmark das Personal und entwickelte einen Imagefilm über sich selbst, nicht etwa über Hallmark, mit dem Hallmark neue Mitarbeiter für das Lettering-Department anwerben wollte. Zentrale Aussage des Films: Es ist die Aufgabe des Gestalters, dafür zu sorgen, dass Kunst und Schönheit im Angesicht der Technologie nicht verloren gingen. Es ist ganz faszinierend, dass Zapf quasi regelmäßig selbst extrem intensiv mit Technologie spielt und sobald er sich nach außen darstellt, geht er in die Rolle des Künstlers, der die Kunst vor der Technik verteidigt. Eine rhetorische Wolte, die ausgesprochen effektiv funktioniert hat. Ich kann den Film hier unmöglich zeigen, so Sie ihn nicht kennen. Schauen Sie sich das an, es ist auf YouTube und Vimeo und wo auch immer zu bekommen. The Art of Hermann Zapf ist als Zeitdokument ausgesprochen sehenswert. Für Hallmark entwarf Zapf auch eine Reihe spezialisierter Fotosatzschriften für den Hausgebrauch, die sich zunutze machten, dass jetzt Überlagerungen und weite Überhänge kein Problem mehr waren und Überhänge im Zweifelsfall auch durch mehrere benachbarte Zeichen gehen konnten.
Er schulte die Gestalter bei Hallmark auch darin, durch selbstgeschriebene Kringel und Schnörkel, die sich leicht anretuschieren ließen, diese zunächst mal im Fotosatz gesetzten Schriftzüge zu einem quasi kalligraphischen Endergebnis auszuretuschieren. Sie sehen, es gibt zwei Faktoren, Kalligraphie und die Ausbildung als Fotoretuscheur, die immer mal wieder durchbrechen. In der Folge entwickelte Folie von der Aufnahme von The Art of Hermann Zapf, die ich jetzt natürlich kurz zeigen kann. Zu diesem Zeitpunkt soll er angeblich bei einer halben Flasche Whisky gewesen sein, weil er zu nervös war, um vor der Kamera zu schreien. In der Folge, also quasi nachdem er diese Schriften für Hallmark entwickelt hatte, entwickelte er auch für die ITC, die auch die Zapf-Dingbats später herausgebracht hat, bei denen Zapf im Grunde die Codierung dieser Dingbat-Zeichen bis heute festgelegt hat. Also die Reihenfolge, der die auf dem Alphabet liegen, basiert auf den Zapf-Dingbats. Hat aber eine ganze Reihe von Schriften für die ITC entworfen, die sich als eine Art Autorenverlag für Schriftgestalter etablierte und in dem etwas schwierigen Lizenz- und Bezahlungsproblemraum für Fotosatzschriften wirklich herausstach. Eine davon möchte ich gerne herausgreifen, nicht weil sie als Schrift jetzt im Oeuvre Zapfs besonders bemerkenswert wäre, sondern weil wir hier glücklicherweise in seinem Archiv quasi über die Schulter gucken können und seine Entwurfstechniken sehr schön sehen können. Ich spreche von der Orion, die Zapf 1970 zunächst anfing für die ITC, aber dann letztendlich für die Linotype entwarf. Es handelt sich um eine Entsprechung zur Times, da Linotype auf seinen Systemen der Monotype etwas entgegensetzen wollte. Auch wenn es sich hier sicherlich nicht um ein Plagiat handelt, die Ähnlichkeit ist doch nicht ganz zu verkennen und Zapf hat sicher originellere Schriften entworfen. Bemerkenswert ist jedoch, dass er die Möglichkeit des Arbeitens mit Licht und Film sich schon beim Entwurf zunutze macht. Ich vergrößere das Ganze mal ein kleines bisschen. Dann können Sie ganz gut sehen, wie er hier verschiedene gleich geformte oder jedenfalls ähnlich geformte Teile der Buchstaben farbig kodiert. Und da ist was durcheinander gekommen. Ja. Und diese Formen dann in Form einer Folienschablone mitliefert. Die kleinen Stege sind schlichtweg dazu da, dass die Binnenformen nicht herausfallen. Und die Kanten dieser Folienschablonen sind geschwärzt, damit man sie beim Retrofotografieren gut erkennen kann. Die Stege werden dann danach herausretuschiert. Und Zapfs Ablieferung der Entwurfszeichnung bestand tatsächlich aus einer etwas formalisierten Form dieses Bausteinkastens und einer ganzen Reihe dieser Schablone. Zapf lehrte zunächst in Darmstadt und ab 1976 auch als erster Professor für Computertypografie am Rochester Institute of Technology. Und aus dieser Zeit stammen eine ganze Reihe von teils bemerkenswert vorausschauenden Konzepten für die Verwendung von Computern für typografische Fragestellungen. Zapfs größtes, und da muss ich jetzt ganz kurz zurückspringen, weil ich meine Folien irgendwie durcheinander gebracht habe, größtes und leider erfolglosestes Projekt aus dieser Phase sind die von ihm sogenannten typografischen Computerprogramme, die in Form von elaborierten Konzepten heute in Bleistift und auf Papier, das wäre vielleicht der Zeitpunkt, um anzumerken, Zapf hat in seinem Leben nicht eine Zeile Code geschrieben, im Bleistift und auf Papier in der Herzog-August-Bibliothek in Wolfenbüttel lag. Der Gedanke dahinter war es, die Inhalte von Publikationen mit alphanumerischen Codes strukturell auszuzeichnen, so dass Standardabsätze, Bildlegenden, Überschriften und eine sehr, sehr lange Liste weiterer denkbarer struktureller Auszeichnungen für ein Programm als solche erkennbar wären. Dafür sollte man sich aus Katalogen fertige Gestaltungen aussuchen können, die diesen Codes bestimmte Schriftarten, Größen, Ausrichtungen etc. zuordnen, sodass man auf dieser Basis ein Dokument dann vollautomatisch formatieren könnte.
Im Grunde nehmen diese Konzepte die Trennung von Struktur und Format vorweg, die medienneutrale Datenhaltung HTML, CSS und vielen verwandten Anwendungen heute für vollkommen selbstverständlich gelten können. Zu diesem Zeitpunkt aber noch nicht einmal im Ansatz entwickelt waren. Weder SGML noch HTML noch XML existierten, als SAF um 1979, 1980 daran arbeitete. Er publizierte nicht dazu, sondern versuchte dieses Konzept zusammen mit Aaron Burns und Herb Lubalin zu einem Produkt zu entwickeln. Kunden mit regelmäßigen Gestaltungsbedürfnissen, das am häufigsten angeführte Beispiel waren Jahresberichte von Firmen, sollten die Grundsoftware kaufen und dann spezielle Ausgabestile von verschiedenen Gestaltern nach Bedarf in Buchform, gut, das sind die frühen 80er, nachkaufen können. Man hätte dann quasi im Buch ein Beispiel für die Gestaltung gehabt und hinten einen Datenträger mit der eigentlichen Software. Die Firma Zapf, Burns & Company scheiterte an vielen Problemen, vor allen Dingen aber an dem frühen und tragischen Tod von Lubalin und Burns und der Unmöglichkeit, die Firma in New York aus Darmstadt effektiv zu führen. Die Idee kam aber auch, und das ist einer der Punkte, an denen Zapf seine Technikbegeisterung tatsächlich geschadet hat, sie kam zu früh. Diese Idee haben die drei beinahe jeder größeren Computerfirma in den Vereinigten Staaten vorgestellt, darunter auch die Firma mit dem schönen Biene-Auge-Logo. Und IBM, zu dieser Zeit fraglos die Nummer 1 auf diesem Markt, hat schlicht erklärt, dass das eine tolle Idee ist, aber sie die Rechenleistung dafür nicht haben. Keiner ihrer Computer könnte das rechnen. Ansonsten in ein paar Jahren könnte man darüber womöglich nochmal nachdenken. Es ist eine Grausamkeit der Technikgeschichte, dass diese Idee 1980 aufkommt. Ein paar Jahre später, wirklich wenige, hätte es einwandfrei funktioniert. Es ist dann auch tatsächlich einer der Mitarbeiter der Firma mit diesem Gedanken quasi davongelaufen, hat es in den späten 80er Jahren auf den Markt gebracht und ist allerdings ökonomisch vollkommen damit gefloppt, so gesehen. Wäre es wahrscheinlich Zapf und Co. auch nicht sehr viel anders gegangen. Aber letzten Endes ging das Zeitfenster, in dem sie hätten agieren müssen, schlicht wegen der Probleme in der Unternehmensführung ungenutzt vorüber. Zeitlich parallel dazu arbeitete Zapf mit dem vorhin schon erwähnten Donald Knuth zusammen. Knuth zählt zu den Koryphäen der Informatik. Informatik. Eigentlich Mathematiker, erhielt er bereits mit Ende 20 eine Professur in Stanford. Sie sehen, warum die zwei wahrscheinlich miteinander konnten. Und begann damit ein bescheidenes Titel des Werks zu verfassen, The Art of Computer Programming, angelegt auf 7 Bände. Der erste erschien 1968. Das Erscheinen von Band 5 ist für 2025 angekündigt. Das Werk beschäftigt sich vor allen Dingen mit Algorithmik, also mit einem der grundlegenden Themen der Informatik im Grenzbereich zur Mathematik und gilt als unumstrittenes Standardwerk. Der erste Band wurde noch in Blei gesetzt, die folgenden zunächst im Fotosatz. Ende der 70er Jahre bekam Knuth die Fahne für ein neues Faszikel und war ob der stark gesunkenen Satzqualität sehr verstimmt. Dazu muss man sagen, das beinhaltet sehr, sehr viele Formen und die gingen in den frühen Fotosatzsystemen besonders schlecht. Weshalb es auch eine durchaus nicht unübliche Lösung war, die schlicht von Hand zu schreiben und dann hineinzukopieren. Das wäre eine Lösung gewesen. Knuths Lösungsansatz war es aber 1979, ein Sabbatical zu nehmen und eine Software zu entwickeln, die es erlaubt, eine Satzvorlage komplett am Computer zu erstellen. Das Resultat ist heute allgemein bekannt. Tech, das vor allen Dingen als der Funktionskern von LaTeX, einer Software, die gerade in Naturwissenschaften und Ingenieursfächern weite Verbreitung hat. Wo kommt Zapf hier ins Spiel? Kein digitaler Satz ohne digitale Schrift. Knuth hatte nach einigen gescheiterten Versuchen der Schriftdigitalisierung, er hatte unter anderem die Bleisatzschrift, die ihm aus seinem ersten Band noch gefallen hatte, versucht mit Hilfe einer TV-Kamera zu digitalisieren, ein Konzept entwickelt, das er Teaching Type Design to a Computer nannte. Die digitale Beschreibung einer Druckschrift sollte den Vorgang der Schriftgestaltung nachahmen und die Schrift so besonders anpassbar halten. Zum Beispiel für die Adaption an viele verschiedene Größenabstufungen, wie man sie in Formeln braucht. Dafür beschrieb er nicht den Umriss einer Schrift, so wie das heute allermeistens gebräuchlich ist, sondern zeichnete den Vektor eines virtuellen Schreibwerkzeugs auf, beschrieb den Form und den Weg einer Feder, um einen Buchstaben zu bilden. Dieses
Konzept funktionierte in Ansätzen, aber er war mit den Ergebnissen nicht zufrieden. Daraufhin nahm er 1979 mit dem gerade frisch berufenen Professor für Computertypografie Kontakt auf. Und Zapf war gerade in den Vereinigten Staaten und reiste innerhalb einer Woche von Rochester nach Stanford, was jetzt auch nicht so ganz der nächste Weg ist eigentlich. Und innerhalb von mehreren Wochenenden, Sie sehen diesen aus dem Leben gegriffenen Schnappschuss des Stanford Youth Service, kooperierten die beiden sehr erfolgreich und die Schriftbeschreibungssprache Metafont, die vorhin schon erwähnt war, reifte zügig aus. Das Einzige, was Zapf wirklich noch einbrachte technologisch, war, dass er das System der Kalligraphie mehr angenähert hat. Er hat nämlich eine weitere Kategorie, die er Federanpressdruck genannt hat, eingeführt, nämlich dass man quasi Schwellzüge produzieren kann. Und hat dann auch eine Schrift, die AMS Euler, die ich jetzt nicht als Beispiel dabei habe, wenn Sie je eine in Tech gesetzte Formel sehen, ist die Wahrscheinlichkeit enorm hoch, dass sie eine AMS Euler ist, die auf genau diesem System produziert. Auch wenn Metafont heute eine eher untergeordnete Rolle für das Schriftdesign spielt, ist es als eine Pionierleistung der digitalen Schriften ganz sicher nicht zu unterschätzen und ein Beispiel dafür, wie Zapf seine gestalterischen Ideen nutzt, um mitzubestimmen, wie Technologie sich entwickelt. Aber auch mit Software, die näher am Mainstream der Druckbranche lag, arbeitete Zapf durchaus kreativ zusammen. So entwickelte er zusammen mit Hell das sogenannte HZ-Programm, das Blocksatz auszugleichen versuchte, ohne die Wortzwischenräume zu verändern, sondern indem man es an vordefinierten Knautschzonen innerhalb einiger Buchstaben, Knautschzonen ist mein Wort, nicht Zapfs Wort, etwa genau in der Mitte des O und so weiter, Einzelzeichen minimal in der Laufweite veränderte. Das Vorbild dafür war Gutenbergs B42, die bekanntlich einen enorm großen Zeichensatz hat, um genau das gleiche Ziel zu erreichen. Das System funktionierte durchaus, litt aber darunter, dass zuerst Hell in finanzielle Schwierigkeiten kam und aufgekauft wurde, dann URW, die Software übernommen hatten, das gleiche Schicksal ereilte. Die Rechte kaufte schließlich Adobe auf, jedoch ohne sie zu verwenden, sondern nur um eventuellen Patentklagen vorzubeugen. Um den Heiligenschein hinter Zapf nicht allzu groß werden zu lassen, sagt auch ein bisschen was über die Person aus, dass im Archiv ein ganzer Akt an Briefwechsel mit Adobe darüber, ob er im Splash-Screen von Adobe InDesign genannt werden muss, steckt. Mit dem Ergebnis, nein, muss er nicht. Es war einer der merkwürdigeren Teile meiner Dissertation, mich hinzusetzen und den kompletten Splash-Screen tatsächlich mal zu lesen. Mit der bereits erwähnten Firma URW, Unternehmensberatung Rubo Weber, einem der regeren Akteure auf dem noch jungen Markt für digitale Schriften in den 80ern und 90ern, entwickelte auch Zapf einige Schriften. Unter anderem die URW Antiqua und URW Grotesque, die in vielen Größen- und Fettenabstufungen entwickelt werden sollten, insgesamt 59 Schnitte für die Antiqua und 63 für die Grotesque. Ursprünglich war der Auftraggeber dafür Axel Springer, die eine einheitliche Schrift für all ihre Publikationen haben wollten, aus diesem Projekt dann allerdings relativ früh ausgestiegen sind. Die Schrift war aber schon so weit gediehen, dass man sie dann eben doch fertiggestellt hat. Die Besonderheit war hier die Verwendung des wahrscheinlich einigen im Raum bekannten Icarus-Systems, einem der ersten weithin kommerziell erfolgreichen Programme zur Entwicklung von Satzschriften. Der Name stammt übrigens vom Hang des Programms zum Absturz in der Entwicklungsphase. Bösartige Menschen haben mir erklärt, dass das in der verkauften Version nicht sehr viel anders gewesen sei. Icarus digitalisierte Schriften als vektorisierte Umrisslinie, deren geringer Speicherverbrauch und hohe Variabilität für einige Zeit eine Rolle als Masterformat für digitale Schriften einbrachte, da man von Icarus-Daten fast alles andere ableiten konnte. Diese Linie wurde zur Kontrolle in der Regel auf Stiftplottern ausgegeben und Zapfs Vorschlag zur Erstellung schmalerer und breiterer Schriftschnitte war nun einfach auf den Plottern die Geschwindigkeit von X- und Y-Achse zu manipulieren. Damit müsste man doch eigentlich schmalere und breitere Schnitte hinbekommen. Eines der ersten Ergebnisse ist im Archiv, es klappt nicht immer auf den ersten Versuch, die zweite Iteration war dann ein klitzekleines bisschen weniger plump und hat so gut funktioniert, dass er tatsächlich kaum noch Korrekturen an diesen
Schnitte vorgenommen hat, was für zapfische Schriftentwürfe hochgradig ungewöhnlich ist. Die allermeisten Firmen, die mit ihm zusammengearbeitet haben, waren gegen Ende eines Schriftprojekts gerade noch höflich, was die Anzahl der noch vorzunehmenden Korrekturen angeht. Was nicht heißt, dass er in der Sache nicht recht hatte. Zum Abschluss noch ein relativ junges und ganz sicher auch den allermeisten hier im Raum bekanntes Beispiel. In den 90er Jahren war Zapf hauptsächlich damit beschäftigt, die Digitalisierung seiner Schriftklassiker begleiten und zu verbessern, da er sich nicht zu Unrecht an den teils sehr hastigen Digitalisierungen der 80er und frühen 90er Jahre störte. Neben diesen Überarbeitungen legte er aber 1998, beim vorsichtigen Blick auf den Kalender, Zapf ist in diesem Jahr 80 geworden, noch einmal eine technologisch wie gestalterisch radikal neue Schrift vor, die aus dem öffentlichen Leben kaum mehr wegzudenken ist, die gemeinsam mit David Siegel und Gino Lee entwickelte Zapfino. Siegel, ein Schüler des vorhin schon erwähnten Knuth, schlug Zapf vor, einen Font zu entwerfen, der Schnipsel von Buchstaben aus Zapfs Handschrift, die er einfach aus Kalligrafien herausschneiden wollte, alternierend verwendete, um durch die Abwechslung von zum Beispiel mehreren verschiedenen kleinen E's und so weiter den Eindruck zu erwecken, es handle sich nicht um eine Druckschrift, sondern eben tatsächlich um Handschrift. Zapf war von der Idee grundsätzlich begeistert, wollte seine Kalligrafien aber lieber nicht zerschnitten sehen, sodass er für diese Schrift insgesamt 6 Parallelalphabete entwarf, die durch einen in der Schriftart enthaltenen Algorithmus automatisch abgewechselt werden und je nach Position eines Zeichens die passenden Alternativformen auswählt. Das hat in der ersten Version 1998 noch nicht funktioniert, weil man dieses Programm zwar schreiben konnte, es allerdings nicht in die Schriftartdatei einbetten konnte, weshalb es erst in den frühen 2000er Jahren dann eigentlich so wie gedacht funktioniert hat. Inzwischen gibt es einige Schriften, die mit diesem Verfahren arbeiten, doch die 1998 erschienene Zapfino war ihrer Zeit damit wirklich deutlich voraus. Und im Werk von Zapf ist die Zapfino der Punkt, an dem man nicht mehr so recht entscheiden kann, ob er Technologie vorantreibt, um Gestaltung zu betreiben, oder ob er Gestaltung betreibt, um Technologie auszuprobieren. In dem Fall fließt es wirklich zusammen. Es würde jetzt hier den Rahmen sprengen, aber es gibt eine ganze Reihe von kalligraphischen Handschriften von Zapf, in denen er im Prinzip immer versucht, diese eine Iteration seiner kalligraphischen Handschrift zu imitieren, teilweise mit Anschlüssen, teilweise ohne Anschlüsse. Und quasi jeder Schritt kommt ein kleines bisschen näher ans Ergebnis ran. Und hier gibt es irgendwann eine Probe, die ich jetzt dummerweise nicht als Scan hatte, in der eine Handschrift von 1941 und die digitale Schrift direkt nebeneinander stehen. Und ja, man sieht den Unterschied, wenn man weiß, wonach man sucht. Es gibt übrigens noch eine Weiterentwicklung der Zapfino, die bis heute nicht erschienen ist und mit der Zapf über seinen leider vor 3 Jahren erfolgten Tod hinaus eine Schrift in der Hinterhand hat, die mehr will als Satztechnologie kann. Und zwar die Zapfino Ink, eine Spielart der Zapfino, die auch noch die Helligkeit des Tintenverlaufs in der Schrift nachahmt. Also Sie können die Farbe ändern, aber der Helligkeitsverlauf bleibt gleich. Die ist fertig entwickelt. Im Archiv liegen Probedrucke, die für meinen zugegebenermaßen natürlich nur begrenzt berufenes Auge problemlos aussehen. Sie ist auf jetzt vor ein paar Jahren erfolgte Nachfrage bei Linotype deshalb nicht veröffentlicht worden, weil das zwar im Prinzip funktioniert, man aber eine ganze Reihe an Zusatzsoftware braucht, um das überhaupt zum Laufen zu bekommen. Und dann ist es als Produkt nicht rentabel. Also ich vermute, wir dürfen uns darauf freuen, dass es irgendwann in ein paar Jahren noch eine tatsächlich neue Zapfino gibt, die Technologie nochmal vorantreibt. Herzlichen Dank.